Die Wooting 60 HE ist wohl technisch eine der interessantesten Gaming-Tastaturen. Sie hat jedoch ein Problem. Für einen stolzen Preis von 200 Euro ist die Verarbeitung mit einfachen PBT-Keycaps, einem Kunststoffcase und einem recht klapprigen Sound wirklich nicht das Wahre. Zum Glück gibt es aber Mittel und Wege, das zu bekämpfen. Schaut mir also heute zu, wie wir die Wooting 60 HE buchstäblich zur besten Gaming-Tastatur der Welt machen, sondern auch vom Sound und der Verarbeitung her. Wir machen heute einen Case-Swap, loben die Switches, tauschen die Plate, machen neue Keycaps drauf und wenden noch ein paar kleinere Mods an für einen besseren Sound. Ich zeige euch heute Schritt für Schritt, wie ihr dafür vorgehen müsst. In dem Sinne, viel Spaß! Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir haben natürlich einiges zu tun bei der Booting, aber wir fangen erstmal damit an, die ganzen Keycaps runterzureißen und auch die Switches, weil wir sowieso die Switches alle lose brauchen und die Keycaps kommen eh weg. Wir machen nämlich andere nachher drauf. Deswegen fangen wir erstmal damit an. Dafür braucht man natürlich erstmal einen Keycap-Puller. Der war bei der Booting sogar dabei, glaube ich. Nur ein Switch-Puller war nicht dabei, aber ein Keycap-Puller war bei der Booting dabei. Und ja, damit fangen wir erstmal an, die ganzen Keycaps runterzureißen. Denn die sind, wie gesagt, eher hässlich und minderwertig. Die will keiner haben. Was heißt minderwertig? Die sind in Ordnung, sage ich mal. Aber die sind halt wirklich ziemliche Standardware. So, und das waren auch schon die Keycaps, die können wir direkt beiseite schieben, weil die will ich gar nicht weiterverwenden. Auch nicht, wenn wir gleich das Case noch erinnern werden. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch auch schon davon die Schrauben ausmachen. Für den Case-Swap müssen wir die Switches nicht rausnehmen. Aber die Switches müssen eh raus nachher, wenn ich die Plate austausche. Deswegen nehmen wir uns jetzt einen Switch-Puller. Der war nicht im Lieferumfang dabei. Ich verlinke aber alles in der Videobeschreibung, also keine Sorge. Und genau, den nehmen wir. Ist auch keine Kunst, greift einfach die Switches von oben, bisschen Kraftaufwand und dann kriegt man die raus. Wisst ihr was, die anderen Switches hier hole ich raus, wenn ich das Case geöffnet habe, wenn das aus dem Case raus ist, weil ich komme gerade, hier unten kommt man so beschissen ran, das ist insane. Jedenfalls, Switches sind draußen, Keycaps sind drunter. Jetzt haben wir hier verschiedene Löcher, also hier ist noch eins, hier ist noch eins. Jedenfalls brauchen wir dafür einen kleinen Kreuzschraubenzieher. Nehmen die Schrauben raus, passt auf, dass sie nicht verliert, damit wir das Keyboard aus dem Case nehmen können. Achtet auf jeden Fall auch darauf, dass ihr einen Schraubenzieher nehmt, der wirklich gut passt, weil sonst kann es passieren, dass ihr euch irgendwie die Schrauben kaputt haut. Und dann kriegt man das Keyboard nur noch schlecht raus. Das ist halt eher suboptimal, muss man sagen. Fünf Schrauben. Wenn wir die fünf Schrauben rausgeholt haben, dann könnt ihr das Keyboard einmal umdrehen, ein bisschen schütteln, dann kommt das PCB raus mit der Plate drauf und mit Schaumstoff dazwischen. Normalerweise liegt dann immer noch so eine Schaumstoffplate im Keyboard, so wie hier. Und den nehmen wir einfach mal mit raus. Und genau, das ist dann das PCB und das ist quasi das Hauptkeyboard, das ist ja nur die Schale, das Case. Und ja, man sieht schon, das ist wirklich nur so eine olle Plastikschale, die ist halt wirklich nicht geil. Hier steht einfach Don't Screw Up. Schon passiert, schade, unlucky. Ja, genau, diese Schale kommt jetzt auch weg, die möchte ich auch nicht weiter verwenden. Weil die mir dann doch viel zu minderwertig ist. Den Schaumstoff legen wir auch mal zur Seite, den können wir weiterverwenden nachher. Und was wir jetzt erstmal machen, ist noch die restlichen Switches rausnehmen, die ich eben nicht rausbekommen habe. Und in meinem Fall will ich jetzt noch einen Plate Swap machen. Das heißt, Wooting verkauft auch Polycarbonat Plates. Die habe ich mir auch bestellt für 25 Euro insgesamt oder so. Ist relativ teuer, muss man sagen, für so eine alte Plate. Braucht man ehrlich gesagt auch nicht. Also meine Empfehlung ist eigentlich, ihr braucht diese Plate wirklich nicht. Weil ich hatte das Ding schon gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, dass es mega viel bringt. Was hat aber so eine Plate macht, die beeinflusst den Sound und das Tippgefühl ein bisschen. Und so eine Polycarbonatplate ist halt ein bisschen weicher und so und eben kein Alu, wie es hier vorinstalliert ist. Das heißt, ein bisschen weniger metallisch, so zumindest in Theorie. Und deswegen werde ich die verwenden, weil ich die hier habe. Aber ihr könnt eigentlich glauben, dass die nicht unbedingt notwendig ist. Also gerade bei der Booting macht das gar nicht so einen krassen Unterschied, bin ich der Meinung. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe die jetzt hier, also nutze ich die Plate.
Das heißt, für diesen Schritt müssen wir einmal das PCB umdrehen und dann finden wir hier weitere Schrauben. Das sind sogar einige mehr, die Plate und PCB zusammenhalten. Und die machen wir jetzt natürlich alle auch raus. Und dann sehen wir schon, wir können das abnehmen. Und das ist jetzt wirklich dann nur das PCB. Also wirklich nur das PCB. Das hier ist wirklich die einzige Technik, die euer Keyboard hat. Ihr könnt das Teil so anschließen, einen Switch drauflegen ungefähr, so ungefähr, und dann würde das Ding funktionieren, weil das ist halt das ist die Technik. Alles andere ist nur Abdeckung, Schale, Gehäuse, whatever. Ja, also das ist das Wichtigste am Keyboard hier, das PCB. Und ich muss aber wirklich Props geben an das Booting-PCB, weil das ist wirklich mitunter das schönste PCB von einem Keyboard, was ich kenne. Hier sind auch wirklich verschiedene Symbole eingraviert. Von den ganzen Faunern, glaube ich. Also die Leute, die mitgeholfen haben, das Keyboard hier finanzieren zu können. Hier zum Beispiel The Whale, kennt man vielleicht. Hier ist eine Cap einfach. Also sehr lustige Symbole, sieht sehr sympathisch aus, das PCB. Jedenfalls, dazwischen ist noch so eine Schaumstoffschicht. Die hilft einfach, Sound zu absorbieren. Genau, und das ist die Aluplate, die vorher dran war. Was wir damit machen, wir müssen natürlich die ganzen Stabilizer rausholen. Da nehme ich aber so einen kleinen Schraubenzieher, damit ich die einmal hier nach oben biegen kann und dann rausbekomme. So, dann holen wir die einfach raus. Am besten lasst ihr die erstmal so am Stück, aber wenn ihr die aus Versehen das Zeug hier abmacht, dann ist es auch nicht weiter tragisch. Leider habe ich noch diese, in Anführungszeichen, alte Booting. Mittlerweile gibt es irgendwie seit neuestem scheinbar eine Booting 60HE Plus. Die supportet dann Screen Stabilizer, aber meine kann das leider noch nicht. Ist nicht weiter tragisch. Ja, da fällt mir eigentlich aber auch Plate Mounted Stabilizer. Die könnte ich auch verwenden, glaube ich. So, die alte Plate machen wir erstmal beiseite. Und übrigens, verglichen mit der merkt man schon, die Alu Plate hier ist deutlich schwerer. Und auch, wie gesagt, der hat aber jetzt eben eine Alu Plate. Das sind die Polycarbonat Plate. Man sieht schon, ist viel flexibler. Also die ermöglichen einfach einen anderen Klang, ein anderes Tippgefühl. Und deswegen verwenden wir die. Die Aluplate kommt beiseite. Jetzt machen wir folgendes. Wir machen entweder die alten Stabilizer wieder einfach hier in die Plate rein. Oder in meinem Fall habe ich hier die MMD Stabilizer. Plate Mount Stabilizer heißen die. Von MMD, glaube ich. Verlinke ich euch. Die müssten eigentlich auch funktionieren. Ich probiere das mal. Ich mache sie einfach hier rein. Wie gesagt, ihr müsst aber keine extra Stabilizer kaufen. Ihr könnt auch einfach die alten verwenden. Ich probiere es mal aus. Machen die einfach alle rein. In meinem Fall jetzt andere Stabilizer. Weil wenn das funktioniert, dann sind die auf jeden Fall besser als die Booting. Ansonsten mache ich nachher einfach wieder die alten rein. Ist ja kein Ding. Okay, Stabilizer sind wieder drin. Die alten machen wir beiseite. Oder ihr habt einfach wieder die alten in der neuen Plate übernommen. Ist im Grunde relativ egal. Sind es nicht egal, die ich jetzt genommen habe, wenn das funktioniert, dann sind die halt ein bisschen besser, aber originalen Stabilizer sind auch okay, kann man auch nehmen. Und dann drehen wir das Ganze um. Bei der Polycarbonat-Plate war noch so ein Silikon dabei. Also da war einmal Schaumstoff oder Silikon dabei und ich nehme jetzt einfach das Silikon, weil Silikon dämmt ein bisschen besser, denke ich mal. Bin ich der Meinung, hoffe ich mal. Und ja, ich habe das Ding gerne leise. Und das legen wir dann einfach richtig rum drauf. Hier sind auch Löcher da, wo diese, wie heißt das, die Löcher für die Schrauben sind. Da sind in dem Silikon auch Löcher, das heißt, ihr könnt das gar nicht falsch schon drauf machen. Und dann kommt eben wieder das PCB oben drauf gelegt. Das Ganze dann auch natürlich richtig rum. Machen das so, dass alles gerade ist und dann nehmen wir die alten Schrauben, die wir gerade eben schon genommen haben von der Aluplate und schrauben das Ganze jetzt eben wieder fest. Ist ja eigentlich relativ selbsterklärend, dass man das dann wieder zusammenschraubt. Muss nur gucken, dass das Ganze zusammen bleibt, das Ganze ist dann noch nicht fixiert. So, alle Schrauben sind wieder reingezimmert und genau, jetzt können wir das Ganze umdrehen, dann ist es alles wieder fest, so wie es gehört. Wir können gucken, ob alle hier, alle Löcher, wo die Switches reinkommen, auch alle ordentlich frei sind. Ich würde sagen, wir machen es erstmal an das Switch-Luben. Beziehungsweise, ich werde es erstmal nur kurz zeigen, wie man das macht, weil ich werde jetzt nicht extra alle luben, das werde ich dann irgendwie privat noch machen. Ich hasse Switch-Luben, ich bin euch ganz ehrlich, ne? Weil das einfach Ewigkeiten dauert, aber bei manchen Keyboards muss man das einfach nur machen, weil man dann einfach viel, viel mehr vom, oder viel besseren Klang rausholt. So auch hier bei der Booting 60HE. So, was brauchen wir zum Switch-Luben? Natürlich ein Switch-Opener. In dem Fall ein Switch-Opener in diesem Cherry-Style. Wie gesagt, ich verlinke euch alles, was ihr braucht. Dann natürlich einen kleinen Pinsel-Loop zum Schmieren. Und ich glaube, das war es sogar schon. So, dann nehmen wir den Switch, drücken den auf den Switch-Opener mit den
Stem. Drücken auf den Stem, dann geht das Ganze auf. Müssen wir noch ein bisschen mit dem Fingernagel nachziehen, in der Regel. Und dann haben wir hier vier Teile vor uns. Upper Housing müsste das heißen, also das, der Deckel quasi. Der Stem, das ist das kleine Teil mit dem Magneten unten dran. Die Spring, die Feder und das Bottom Housing. Wir brauchen nur die drei Teile, denn an denen werden wir jetzt ein bisschen Fett anwenden. Wir fangen mit dem unteren Teil an, tauchen unseren Pinsel ein bisschen in das Fett und beschmieren beide Innenwände. Ich werde das vielleicht auch einfach nochmal separat hier einblenden, während ich rede, weil jetzt natürlich in der Weitaufnahme lässt sich das ein bisschen schwer zeigen, damit wir einfach diesen plasticky Sound reduzieren. Danach schnappen wir uns die Spring, die Feder, beschmieren auch die oben und unten mit ein bisschen Fett, um sogenanntes Spring Ping zu vermeiden, also dieses metallische Ping, wenn man Switch spammt. Haben die Switches meines Wissens eh nicht wirklich, aber schadet ja nicht. So, dann kommt die Spring wieder oben drauf in das Loch, wo sie vorher war. Und dann schnappen wir uns noch den Stem, wieder Loop und bestreichen wieder die Außenwände vom Stem in dem Fall mit ein bisschen Loop. Welches Fett ihr braucht? Ja, am besten sagt man immer so Crytox 205 G0, weil das von der Konsistenz her so am besten ist. Theoretisch gibt es verschiedene Fette, ich habe jetzt auch nicht das berüchtigte Crytox bei mir. Ich nutze jetzt nicht das ganz optimale Loop, meins ist eigentlich ein bisschen zu fest, aber es erfüllt auch seinen Job, sage ich mal. Wie gesagt, ich verlinke euch alles, keine Sorge. So, wenn das gemacht ist, wird der Switch wieder so zusammengebaut, wie er vorher war. Drücken ihn zusammen, dann prüfen wir, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Und das machen wir jetzt eben mit allen Switches optimalerweise. Ich werde es jetzt einfach mal mit ein paar machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich habe jetzt definitiv alle Switches geloopt und ich lüge definitiv nicht, damit ich jetzt einfach weiter aufnehmen kann. Nein, nein, ich habe alle Switches geloopt, definitiv. Und genau, wenn ihr das gemacht habt, ihr habt alle Switches geloopt, dann können wir uns wieder unserem PCB, unserem Keyboard quasi widmen und stecken alle Switches wieder rein. Normalerweise eben quasi mit der LED-Öffnung nach oben, so wie es halt vorher war. Aber in meinem Fall, da ich gleich Keycaps verwenden werde, die das sogenannte Cherry-Profil haben, also relativ flache Keycaps, und ich hatte das vorher schon probiert, da gab es Interference. Interference ist einfach, wenn, ja, wie sagt man das, wenn die Keycap ungünstig in den Switch donnert. Das passiert aufgrund von North-Facing-LEDs, also wenn die LEDs im Keyboard oben sind, beziehungsweise der Switch eben so rum verbaut wird, dann kann das passieren. Was wir also in dem Fall machen werden, ich werde den Switch, beziehungsweise die ganzen Switches, werde ich einfach einmal umdrehen und quasi verkehrt rum ins PCB stecken, damit dieses Problem eben nicht mehr auftritt. Das kann man in dem Fall ganz gut machen, weil die LEDs flach sind und ja, die Switches, egal ob ich sie so rum oder so rumdrehe, sind die Pins alle genau an derselben Stelle. Also kann man das ganz gut machen. Deswegen machen wir das einfach an der Stelle, um wie gesagt die Interference zu entgehen. Allerdings sei dazu gesagt, wenn ihr das macht, ihr deckt natürlich die LED ab und verliert damit den Großteil der Beleuchtung. In meinem Fall ist mir das jetzt erstmal relativ egal, da ich sowieso Keycaps verwenden werde, die nicht shine-through sind, also die LEDs wird da sowieso nicht durchleuchten. Von daher brauche ich da keine wirkliche Beleuchtung. Ist dann nicht schlimm, wenn ich die Beleuchtung jetzt abdecke. Das nur als Hinweis, wenn ihr ganz normale, vielleicht die Standard-Keycaps wieder drauf macht oder so, oder Keycaps, die nicht dem Cherry-Profil entsprechen, dann müsst ihr das natürlich nicht machen, dann macht die Switches einfach wieder so drauf, wie die vorher drauf waren. Und wie gesagt, falls ihr andere Switches verbauen könnt, das könnt ihr gerne tun. Die Auswahl ist aber einfach nicht so groß, deswegen lohnt sich das in meinem Fall nicht wirklich. Aber ich habe auch von vielen gehört, dass die L45 Switches ganz gerne mögen, weil die sich ein bisschen leichter tippen lassen. Und von daher, probiert es aus, was ihr lieber mögt. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Wenn ich es erwähnt habe, werde ich es im Nachhinein rausschneiden, wenn nicht, dann nicht. Das Loopen des Switches sorgt auch dafür, dass die sich ein bisschen schwerer drücken lassen. Das heißt, das sollte euch bewusst sein, wenn ihr das macht. Und wie viel Loop ihr übrigens nehmen müsst, das ist auch ganz individuell. Fangt einfach mit ein bisschen, also wirklich mit sehr, sehr wenig an. Arbeitet euch dann voran quasi, guckt, was euch vom Tippgefühl her, vom Sound am besten gefällt. Macht das erstmal mit ein, zwei Switches und dann könnt ihr immer noch mehr nehmen. Wichtig ist nur, wenn ihr euch für eine richtige Menge an Loop entschieden habt, dass ihr die eben gleichmäßig loopt, damit die sich eben auch wirklich alle möglichst gleichmäßig anfühlen, gleichmäßig anhören. Das wäre natürlich schon ganz gut, ne? Alright, alle Switches sind wieder drin. Und was wir jetzt machen können, jetzt können wir uns langsam mal dem Case widmen.
welches wir benutzen werden. Und zwar werde ich das Case hier verwenden. Ein schneeweißes Case aus Aluminium. Auch gar nicht mal so teuer, muss ich sagen. Das Ding nennt sich Tofu Redux 60. Oder, nee, Tofu 60 Redux E-White. Ist auch in der Videobeschreibung dann verlinkt. Kostet ungefähr 70 bis 60 Euro. Gibt es auch in mehreren Farben, allerdings zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, die waren jetzt lange ausverkauft, gibt es die Teile in verschiedenen Farben nur bei AliExpress, bei Max Gaming, wo ich das hier bestellt habe. Da gibt es das nur in ganz wenig Farben. Vor allem in Weiß und Orange war das noch da. Ich glaube, Lila war noch da irgendwie, keine Ahnung. Also nichts, was ich dauerhaft als Farbe haben wollte. Da war Weiß noch am neutralsten, finde ich. Deswegen habe ich mir das Teil in Weiß geholt. Aber es gibt, wie gesagt, etliche Farben von dem Tofu 60 Case. Ist in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne mal auschecken. Genau, was machen wir? Der Schaumstoff ist ein bisschen dick. Ich würde sagen, wir reißen einmal dieses Schaumstoffteil hier von diesem Schaumstoff, der im Routing Case drin war, ab. Weil da haben wir so ein einzelnes Teil, das können wir in die Mitte legen, weil hier ist so eine tiefere Kuhle. Da können wir das wunderbar reinlegen. Achten darauf, dass die Schraube wieder frei ist. Das klebt auch tatsächlich, das heißt, wir können es dann wieder reinkleben. Und dann ist dieses Loch hier schon mal ausgefüllt. Und dann, was machen wir dann? Ich überlege gerade, mache ich den Tape-Mod beim Case? Ja, wisst ihr was, kommt scheiß drauf. Ich mache das so wie bei meiner Endgame Gear. Wir tape-modden sozusagen das Case, um metallisches Ping hoffentlich zu reduzieren. Das heißt, wir nehmen uns wirklich ganz normal das Malerkrepp und kleben das so an die Ränder vom Keyboard. Das heißt, da, wo das Keyboard quasi mit dem Case zusammentrifft. So, also ich hoffe, man sieht das irgendwie. Ich habe quasi die Ränder ausgeklebt, wie gesagt. Da, wo die Plate sonst an den Rand treffen würde. Das soll einfach so ein bisschen den Sound entkoppeln. Ich mache mal hier noch eins hin. Ich muss dazu sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich was bringt oder ob das viel bringt, aber ich habe das bei meiner Endgame KB65er hier auch gemacht und ich habe das Gefühl, das hat was gebracht, also mache ich es einfach hier auch. Und dafür nehmt ihr eben ganz normal das Malerkrepp. Was wir jetzt noch machen werden ist, bei dem Tofu 60 Case war noch so ein Schaumstoff mit dabei, den legen wir auch noch hier rein. Da sind auch schon Löcher vorgebohrt, das heißt, es passt perfekt hier rein. Schauen wir, dass wir alle Schrauben freilassen. Genau, ich wollte das, den Tape-Mod wollte ich auch noch bei der Routing machen. Ich habe leider kaum noch Tape, ich hoffe, das passt irgendwie noch. Davon kleben wir jetzt auch einfach eine Schicht auf das PCB hinten. Oh crap, mein Tape wird alle. Oh crap, scheiße. Genau, das Tape klebt eben einfach auf die Rückseite vom PCB. Ich mache meistens nur eine Schicht. Probiert aber einfach aus, was euch vom Klang her besser gefällt. Also ja, das Tape verändert einfach den Klang. Mal positiv, mal negativ. Bei so Hall-Effekt-Keyboards habe ich das Gefühl, dass es eigentlich relativ viel bringt klanglich. Deswegen mache ich das einfach mal. Genau, klebt das einfach fest, streift das schön fest. Und dann ist unser Keyboard vorbereitet. Plate getauscht, Tape-Mod gemacht, Stabilizer getauscht. Das Case ist auch vorbereitet. Gedämmt quasi so ein bisschen, ausgekleidet mit Tape. Und dann machen wir unser PCB rein. Drücken das Ganze alles rein, dass es auch passt. Wir müssen halt hin auf den Anschluss schauen, dass der frei ist. Und dann brauchen wir die Schrauben. Also ich habe vergessen zu sagen, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr die Löcher... Ihr überklebt ja quasi die Schraublöcher und dann müsst ihr die eben wieder irgendwie frei machen. Einfach mit dem Schraubenzieher so reinstechen, keine Ahnung. Damit ihr das Ganze wieder festschrauben könnt. Ich stehe ehrlich gesagt noch ein bisschen auf dem Schlauch, welche Schrauben man nehmen soll. Normalerweise sind bei dem Tofu Case Schrauben bei, aber die Booting Schrauben passen genauso. Die sind, außer dass die halt einen Kreuz, Anschluss, wie sagt man das, einen Kreuzschraubenzieher brauchen. Und diese Tofu Schrauben so einen Inbusschlüssel brauchen. Sind die von der Größe und von der Form her absolut gleich. Also nehme ich einfach mal die Schrauben, die von dem Booting Case kommen. Genau, drücken das eben runter. Genau, drückt das alles runter hier und verschraubt den ganzen Spaß. Worauf ihr achten müsst, ist, dass dieser Anschluss hinten frei ist. Und dass es hier einigermaßen symmetrisch ist im Case. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Hier diesen Anschluss quasi vom Case, den kann man quasi verschieben, wenn man hier eine Schraube löst unter dem Teil. Und weil bei mir ist es gerade nicht ganz gerade. Man sieht, hier ist komplett am Case dran und hier ist noch eine Luftlücke. Aber der Anschluss hinten passt.
Ich müsste eigentlich diesen Anschluss hier verschieben, kann ich aber nicht, weil sich diese scheiß Schraube vom Case von Anfang an nicht lösen ließ. Und mittlerweile ist die Schraube so kaputt, dass ich es gar nicht mehr aufkriege. Das ist halt ein bisschen scheiße. Dementsprechend kann ich das hier nicht ganz gerade machen. Darauf müsst ihr einfach achten. Achte darauf, dass die Abstände vom PCB überall gleich sind. Bei mir ist es leider nicht mehr möglich. Muss ich jetzt so hinnehmen. Ist nervig, aber ich kann es nicht mehr ändern, ehrlich gesagt. Außerdem natürlich achte darauf, schraubt die Schrauben zwar fest, aber schraubt sie nicht zu fest, denn wenn ihr das irgendwann mal wieder öffnen wollt, kriegt ihr sie vielleicht nicht mehr raus, wenn ihr sie zu fest dreht. Also immer schön einigermaßen locker lassen. So, welche Keycaps nutzen wir? Ich muss sagen, die einzigen ordentlichen Keycaps, die ich übrig habe, auf die ich Bock habe, sind die Monaco Keys Basic Blue. Ich werde die verlinken. Ich weiß ja gar nicht, ob die noch verkauft werden, ehrlich gesagt. Jedenfalls werde ich die benutzen. Schöne blaue Keycaps. Schön hochwertig. Und genau, die machen wir drauf. Tada, Keycaps sind verbaut. Ich habe hier noch so eine kleine Art Design Keycap in so einem Dinosaurier von diesem Google Chrome Spiel, wenn man kein Internet hat. Die ist ganz cool, die werde ich auch noch drauf machen. Um das Ganze etwas mehr zu personalisieren. Na, wenn es passen würde, perfekt. Ansonsten ist das das fertige Keyboard. Man kann das Ganze natürlich nur abrunden mit einem Coiled Cable beispielsweise. Ich habe zum Beispiel noch so ein weißes liegen, das nutze ich immer, das passt eigentlich ganz gut. So würde das Ganze dann aussehen mit Coiled Cable. Sieht man das Wort im? Das sieht man mit, perfekt. Und ich würde aber empfehlen, also ich persönlich würde sagen, macht am besten die Beleuchtung aus. Wobei, das geht sogar eigentlich. Aber ich finde eigentlich, so hochwertige Keycaps sind mit, also sind ohne Beleuchtung ein bisschen schöner. So wäre das jetzt ohne Beleuchtung. So wäre das eben mit Beleuchtung. Das kann man natürlich auch irgendwie einstellen, wenn man will. Ich gehe mal kurz, ja, andere Farbprofile, keine Ahnung. Kann man ja viele verschiedene Sachen machen. Genau, aber so würde das dann aussehen. Ist jetzt wirklich ein extrem hochwertiges Produkt. Eine sehr hochwertige Tastatur, so würde ich den dann auch verwenden. Ich habe ja auch in meinem Review gesagt, ungemoddet würde ich die Booting wahrscheinlich nicht benutzen, aber so würde ich auf jeden Fall benutzen. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder tun, jetzt wo ich die wieder gemoddet habe. Und ich würde sagen, ich habe klanglich schon mal reingehört. Und ich muss persönlich sagen, die Booting klingt moddet gut. Definitiv, Nordeffekt Keyboard klingt die gemoddet gut. Aber meine endgängige KB von 60HE, muss ich zugeben, klingt gemoddet für mich nochmal ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir vergleichen das Ganze einfach mal nochmal kurz. Wir machen kurz einen KB von 60HE Soundtest und die ist gemoddet, wie gesagt. Genau. Und jetzt kommen wir mal der Soundtest der Booting. Und das war mein ausführliches Modding-Video für die Wooting 60HE. Ich hoffe, dass es ansatzweise hilfreich für euch war. Mein Fazit ist, dass es sich, wie schon in meinem Review erwähnt, lohnt, wenn man wirklich das ultimative Gaming-Keyboard haben will. Allerdings hat das auch seinen Preis. Die Keycaps, die wir heute benutzt haben, kosten einfach mal 80 Euro, das Case etwa 70. So ein Coil-Cable kann man auch 10 bis 20 Euro rechnen. Und wenn man das ganze Modding-Kram wie Loop, Pinsel, etc. auch noch nicht hat, gehen da auch noch mal ein paar Euro drauf. Man muss es also wirklich wollen. Die gute Nachricht ist aber, es gibt auch deutlich günstigere Hall Effect Keyboards, die ab Werk bereits in einem Aluminium Case sitzen, wie auch die hier gezeigte KB65HE von Endgame Gear.
Es liegt also an euch, ob ihr lieber den teureren oder den günstigeren Weg einschlagt. In dem Sinne, Like nicht vergessen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.